Weite Räume meinen Füßen. Das Bild, das ihr hier seht, entstand auf dem Tiroler Höhenweg im letzten September bei den Wanderexerzitien der KHG. Wir haben uns frühmorgens aufgemacht nach einem guten Müsli und der Aufstieg war noch neblig und kalt. Aber mit jedem Höhenmeter wurde es heller. Und fast urplötzlich ist die Wolkendecke aufgerissen und als wir oben standen, unter uns das Meer von Wolken. Jeder Gipfel über 2000 Metern hat durchgeguckt durch diese Wolkenschicht und wir standen im Sonnenschein, blauer Himmel, klare, kalte Luft und wir haben gesehen, wo der Weg hinführt und dass das Wetter gut bleiben wird. Weite Räume unseren Füßen. Auch in diesem Frühjahr gab es schon manche schönen Sonnentage. Auch das Grün macht sich gerade überall breit. Das Leben will sprießen. Und trotzdem, angesichts der düsteren Nachrichten vom Krieg in der Ukraine, scheint für mich ein Schleier, ein Nebel über allem zu liegen, der alles schwer macht, der alles bedrückt und belastet. Und ich denke weniger weite Räume meinen Füßen. Ich denke mehr weite Räume euren Füßen. Euch Familien mit euren Kindern auf der Flucht oder in den belagerten Städten. Weite Räume euch Soldaten für ein Niederliegen der Waffen und für Rückzug. Weite Räume euch Politikerinnen und Politikern für Diplomatie, für Verhandlungen, für Abrüstung. Mein Gott, weite Räume endlich dem Frieden und der Vernunft. Aber es ist nur mein Wunsch, wie der Wunsch so vieler anderer Menschen. Die Menschen im Krieg haben keine weiten Räume. In wenigen Tagen feiern wir Karfreitag. Wir feiern den Tod Jesu Christi. In Jesus hat sich Gott zu erkennen gegeben als ein Gott, der an der Seite der Unterdrückten steht. Ein Gott, der für Gerechtigkeit steht. Er hat sich nicht herausgehalten aus Not und Leid. An Karfreitag hören wir die Geschichte des Menschen Jesus von Nazareth. Und in seinem Leben hat er sich stark gemacht für die, die am Rand stehen. Er hat sich ausgesprochen für Versöhnung, auch für Feindesliebe. Er hat sich eingesetzt für Gerechtigkeit. Und dann hören wir diese Geschichte von seinem Tod. Eine Geschichte von Lügen und von Intrigen, von ungerechter Verurteilung und brutaler Gewalt. Und wir hören auch, wie Jesus bis zum Schluss, bis zum Ende in Kontakt blieb mit Gott, in Beziehung blieb mit ihm. Und sei es durch den klagenden Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Bild eines Gottes, der von oben herab handelt, der unsere Welt regiert und der irgendwie für alles seinen Plan hat, dieses Bild zerbricht für mich mit jeder grausamen Nachricht. Das Bild des Gekreuzigten ist da viel tröstlicher. Es ist nah dran an der Not und an dem Leid dieser Welt. Und es gibt dieser Not und dem Leid seinen Platz. Auch meiner Fassungslosigkeit und meiner Sorge, die natürlich nichts ist im Vergleich zu dem, was Menschen dort ertragen müssen. Und trotzdem, auch das hat seinen Platz. Diese ganzen Gefühle, auch die Hilflosigkeit, das ist berechtigt. Und im Kreuz kann ich sie Gott hinhalten. Ich kann ihm mein Leid klagen. Und meine Hilflosigkeit, das, womit ich gerade nicht klarkomme. Und dann passiert vielleicht noch etwas. Der Blick auf den Gekreuzigten lenkt meine Aufmerksamkeit auch auf das, wofür Jesus stand, wofür er sich eingesetzt hat. Nämlich für Gerechtigkeit und für Frieden. Wir beten es in jedem Vater unser. Dein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Es komme wie im Himmel, so auf Erden. Für mich ist es ein ständiges Hin und Her zwischen dieser Hoffnung auf der einen Seite und der Trostlosigkeit auf der anderen Seite. Zwischen grausamen Bildern und der Hoffnung, dass doch Frieden werden soll. Dieses Hin- und Herpendeln zwischen Angst und Geborgenheit, zwischen Trostlosigkeit und Hoffnung, finden wir auch im Psalm 31. Herr, bei dir habe ich mich geborgen. Du kanntest die Ängste meiner Seele.
Du hast mich nicht preisgegeben der Hand meines Feindes. Du stelltest meine Füße in weiten Raum. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Vor Gram sind mir Auge, Seele und Leib zerfallen. Vor all meinen Bedrängern wurde ich zum Spott. Zum Spott sogar für meine Nachbarn. Meinen Freunden wurde ich zum Schrecken. Wer mich auf der Straße sieht, der flieht vor mir. Ich bin im Gedächtnis entschwunden wie ein Toter, bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Ich hörte das Zischeln der Menge, Grauen ringsum. Ich aber, Herr, ich habe dir vertraut. Ich habe gesagt, mein Gott bist du. In deiner Hand steht meine Zeit. Euer Herz sei stark und unverzagt, ihr alle, die ihr den Herrn erwartet.